Guten Morgen, Hornets-Fans. Utah Jazz gewinnen. Bestraft hat uns das mal Lauri Markkanen mit 25 Punkte. Krass, wer alles bei Utah so spielt, wen die da so gesammelt haben. Uneingeschränkter Herrscher da gerade ist Lauri Markkanen, der da super befreit aufspielt. War ja auch schon mal im Gespräch bei den Hornets. Haben sie ihn auch nicht gekriegt, hätten es gern gehabt. Und naja, er passt ganz gut zu Utah, der blonde Lockenkopf. Und das Spiel zentriert sich da um ihn. 32 Minuten, 25 Punkte, dann hat er sitzen dürfen. Bei den Hornets erwähnenswert, dass LaMelo Ball dann doch nicht gespielt hat, der ja doch kurz nach seiner Verletzung jetzt fraglich war für das Spiel. Bester war Rozier mit 23 Punkte, aber 9 vor 23 getroffen aus dem Feld und 2 von 8 vor der Dreier, 3 von 5 Freiwürfe. Unterragend war die Trefferquote bei unseren Hornets. Hier 44,7 aus dem Feld gegen 47,7 bei den Jazz. 12,5 von der Dreier gegen 40 bei den Jazz und 70,6 Freiwürfe gegen 84,8 Freiwürfe, 0,6 Freiwürfe der Vollständigkeit halber. Die Hornets haben nichts getroffen, sie haben sich Mühe gegeben. Bryce McGowans war Shooting Guard die meiste Zeit und Terry Rozier Aufbau. Am meisten abgespielt hat so gefühltmäßig noch Mason Plumlee. Mason Plumlee wieder relativ souverän, spielt sein Spiel mit 18 Punkte in 26 Minuten. Und es gab, wie viele Freiwürfe hat er das mal machen müssen? 8 von 11. Mit Abstand die meisten Freiwürfe. Der ist dann Mordset stolz auf seine ungewöhnte Hand, wo er da immer wirft. Man hat es gesehen, man hat es genug gesehen, man will es nicht mehr sehen. Highlights gab es keine so in dem Sinn. Es gab mal einen Dank von PJ, es gab sogar mal einen Dank von Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. hat auch noch gemeint, dass er viel Aufbau spielen kann. War ja auch gut, er war wenigstens schnell, aber läuft halt dann allein vor und im Endeffekt bringt es auch nichts. Nur 15 Punkte hat er zusammengebracht. Okay. Hayward 11 Punkte, PJ Washington nur 3 Punkte, McDaniels nur 9 Punkte und auch McDaniels, der kriegt dann immer die Rolle, jetzt so Small Forwards irgendwie zu decken, die gut sind oder halt den besten Spieler hat es auch nicht geschafft, genauso wie PJ Washington den Lauri Markkanen irgendwie zu stoppen. Weiß nicht, ob das die Miles Bridges Lücke ist, die man da noch spürt. Ja, vor dem hat man jetzt auch schon längere Zeit nichts mehr gehört. Schwank am Rande war vielleicht noch, ich hatte die Utah-Kommentatoren da, die haben erzählt, dass sie sich vor dem Spiel unterhalten haben mit den Hornets-Kommentatoren und da hat unser allwissender Eric Collins erzählt, dass ja der Frank Layden da früher bei Utah, der mit der großen Brille und den bleichen Seitenscheitel, dass der halt immer so gut gedraftet hat, so Spieler, die halt wirklich produktiv waren in der Liga, respektive Karl Malone, John Stockton und Del Curry, der ja auch dabei war, sowas weiß er nur wieder, der Eric Collins und respektive Thurl Bailey. Haben wir das auch noch gesagt? Back to back geht's jetzt halt fast nach Phoenix, also gleich in 24 Stunden fast und da sind Booker und Paul verletzt und sogar Ayton ist draußen und die haben jetzt trotzdem auch gewonnen. Letztes Spiel gegen die Pacers mit Biombo als Starting Center, unser alter Freund. Ja, es blänkelt so dahin, noch 2 Wochen bis zur Trading Deadline. Der erste Trade war ja gestern bei den Lakers, Hachimura. Hätte ich auch gern genommen für die Hornets, aber kommt ja nichts, keiner will nach Charlotte. Mitch Kupchak macht keine Moves. Ein Jammertal. Nee, nicht wirklich. Hornets spielen halt, es ist hart, ein Hornets-Fan zu sein, aber
Es kann von hier aus fast nur aufwärts gehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Brumm, 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 bleibt gesund.